geschockt. Wo geht's dann weiter? Mal überlegen, der Feuerschaden war ja ganz nett, aber das bringt ja nichts her. Vielleicht muss man auch was ganz Bestimmtes gegen ihn benutzen. Aber dazu habe ich keinen Hinweis. Es wird zwar mein Tod bedeuten, aber ich gehe noch mal hin. Ich versuche mal, wir haben ja noch ein paar besondere Items. Ich versuche mal, die zu benutzen. Und ich versuche auch mal eine andere Magie. Wenn die nichts bringt, wovon ich eigentlich jetzt schon ausgehe, dann lassen wir ihn. Aber ich will den natürlich noch schaffen, also so ist es ja nicht. Wenn er optional ist, dann muss ich mich eben wie ein Verrückter aufstufen, um ihn zu, ja, um ihm das Wasser reichen zu können. Aber momentan, wisst ihr, der ist so stark, dass ich da selbst Bedenken habe, mich in diese Klasse aufstufen zu können. Das ist ja abartig. Der Schaden. Gut, also meine Hoffnungen wurden hiermit zerstört. Die sind alle ausgegraut, die Dinge. Verdammt. Verdammt, verdammt. Schützen wir mal Kudelga, damit sie vielleicht mit ihrem Zauber noch drankommt. Edward. Super. Wenn das Vieh nicht so schnell wäre, könnte ich ja ständig Wiederbelebung machen. Aber das Vieh ist ja manchmal auch zweimal im Stück dran. Und somit haben wir keine Chance. Heilen kann ich verzichten, weil mit einem Schlag bin ich eh tot, egal ob ich voll bin oder nicht. Entschuldigt, dass ich jetzt gerade so seltsame Dinge mache. Wie das zum Beispiel. Ich habe einfach die Hoffnung, dass da ein Trick, dass es irgendeinen Trick gibt. Zum Beispiel. Wenn das jetzt ein Final Fantasy wäre, würde ich zum Beispiel eine Goldnadel auf das Vieh werfen wollen. Ihr versteht? Ein Steinvieh, Goldnadel. Hm. Aber, ich glaube, das ist nicht so einfach. Gut, theoretisch... was macht er jetzt? Vielleicht haben wir doch eine Chance. Wenn das Vieh jetzt so einen Blödsinn macht... Moment. Wenn es zaubert, sollten wir nicht so nah beieinander stehen. Versuchen wir es mal taktisch. Ah, nicht auf Kudelga. Verdammt, sie lebt nicht mehr. Kudelga ist die einzige, die nennenswerten Schaden macht. Sie darf nicht sterben. Wenn jemand eine Chance hat, dann Kudelga. Weil wer weiß, vielleicht hat er gar nicht viel. Vielleicht hat er nur ein paar tausend. Und vielleicht müssen wir ihn ja auch schaffen. Vielleicht ist das unsere ultimative Reifeprüfung hier. So, ich stelle mich jetzt bewusst ein bisschen auseinander. Im Falle, wenn er so flächendeckende Angriffsmagien macht. Magie war etwas wirkungsvoller, ne?
Ja, und okay, puh, nochmal Glück gehabt. Weil das ist das Problem, wenn er zweimal am Stück dran ist, habe ich keine Chance, standzuhalten. Aber so geht's. Okay, gut. Wir warten, denn wenn wir warten, sind wir wieder schneller an der Reihe. Und somit steigt unsere Chance, dass das Wesen nicht zweimal am Stück dran ist. Verdammt, Feuer ist doch nicht so viel besser wie Megalith. Dann können wir auch das preiswertere Megalith machen. Ja, die Taktik geht auf. Mit dem Warten, dann ist das Vieh wirklich nur einmal dran. Und es hat anscheinend gerade auch das Interesse an Kudelga verloren, weil sie so weit hinten ist. Das könnte was werden auf die Art. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass der Whisky leer wird. Dann haben wir immer noch ein bisschen Magie. Aber Magie dauert eben länger. Hoffen wir mal, dass das Vieh nicht länger wie die 9 Whiskys aushält. Apropos Besäufnis, ne? Also wenn das kein Besäufnis gerade ist. Ja, jetzt wünschte ich mir, dass Kudelka etwas schneller mal dran wäre. Ich glaube, das ist sie, wenn ich Megalith benutze, ist sie ein Tick schneller dran. Kam mir zumindest vorhin so vor. Da waren es nur noch 7. Vielleicht habe ich aber noch was anderes, das wieder belebt. Das muss ich dann mal schauen. Na, endlich. Und die Magiepunkte müssen wir uns zum Glück keine Sorgen machen. Ach, was tue ich? Will ich sterben? Das Magie-Level hat sich erhöht. Okay, gut. Ja, Leute, Ich hab den Verdacht, dass der Kampf so eigentlich nicht gedacht ist. Dass man den wahrscheinlich entweder auf eine ganz einfache Art, aber halt auf eine andere Art besiegen könnte. Oder erst viel später. Oder er ist optional. Und ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich hier so rumkrüpple. Aber wenn das optional ist, dann tue ich schon gut daran, das jetzt hier zu schaffen irgendwie. Oh, Magie. Aber es trifft nicht Kudelga. Gut. Und wir wissen ja, er kann nicht zu Kudelga, solange jemand noch in der oberen Reihe steht. Hoffen wir, dass Megalith auf Stufe 3 etwas mehr Schaden anrichtet. Und wir haben nur noch 5 Whisky. Ah, es wird nicht mehr. Verdammt. Und jetzt ist die Zauberdauer auch wieder länger. Das ist ärgerlich. Jetzt zieht sich das noch weiter in die Länge. Wenn ich wüsste, wie viel GP der Gegner hat. Ich habe ja keine Ahnung. Was
weiß ich, wenn der so um die 50.000 hat, dann ist der Kampf hier sinnlos, weil ich nicht so viel Wiederbelebungszeug habe. Na, jetzt ist Kudelga doch recht schnell wieder dran. Hat es doch damit nichts zu tun. Machen wir Megalith weiter. Ja, normalerweise würde ich bei so einem harten Gegner auch die Int erhöhen. Aber das müsste ja dann Edward und James machen. Wow, 1000 Mal. Und Edward und James dürfen nichts anderes machen wie warten. Sonst brauchen sie länger und das Vieh ist 2x dran. Okay. Noch haben wir Whisky. Noch haben wir genug Alkohol, um diesen Albtraum zu überstehen. Okay. Also ihr dürft in den Kommentaren mir gerne mal reinschreiben, falls ihr es wisst, wie man diesen Kampf anders bestehen könnte. Es gibt bestimmt einen einfachen Weg, weil dieses Gesterbe hier ist sicher nicht der Weg, den sich der Entwickler vorgestellt hat. Vielleicht sollte man ihn auch einfach viel später machen, wenn überhaupt. Und aber dann, mein Gott, das mache ich gerne. Übermächtige Gegner irgendwie besiegen und eine eventuelle Belohnung dafür früher bekommen. Das ist voll mein Ding, ehrlich gesagt. Dann krüppel ich gern so rum wie jetzt. Okay, er zaubert, das verschafft uns noch mal ein bisschen Zeit. Na gut, nicht viel. Oh, auf Kudelga mal wieder. Aber nicht so schlimm.